Der deutsche Leutnant nahm einen Feuerstock und zeichnete eine gerade Linie auf den Boden. Dann brachte er einen Esstisch herein und teilte die Holzhütte in zwei Hälften. Die Seite in der Nähe des Ofens gehört Deutschland. Die andere Seite gehört Großbritannien. Niemand darf die Linie überschreiten. Britische Soldaten bereiten sich gerade darauf vor zu essen, als sie sehen, dass der deutsche Soldat seine Baumwolluniform auszieht und stattdessen eine makellose Uniform anzieht. Die britischen Soldaten zögern nicht und zeigen sich nicht schwach. Um ihren Gentleman-Stil zu zeigen, ziehen sie sofort ihre Uniformen an. Nachdem beide Seiten ihre Erscheinung gepflegt haben, fangen die Soldaten beider Seiten an zu essen. Aber das bisschen Essen reicht bei weitem nicht aus. In wenigen Tagen ist der Hafer aufgebraucht. Das Feuerholz ist auch verbrannt. Sie müssen alle brennbaren Hölzer im Haus abbauen und dann Grasnarben graben, um ihren Hunger zu stillen. Ein britischer Soldat leidet unter Verstopfung, weil er zu viel Mus gegessen hat. Als er draußen auf der Toilette ist, entdeckt er plötzlich eine Herde Rentiere, die am Haus vorbeizieht. Er ruft leise den deutschen Leutnant im Haus an und hämmert dann wild an die Holztür. Aber die Soldaten im Inneren hören es nicht. Als sie herauskommen, sind die Rentiere längst verschwunden. 10 or 15 reindeer right outside the fucking cabin! I know!